Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Cryofair. Wir haben diese Röntgen gefunden hier oben nach der Treppe und die gebe ich mir jetzt erstmal. Trunken! Pardon. So, jetzt geht's Metro. Mir schon wieder viel besser. Was? Please wait until everyone is ready. Okay, warten. Ich möge aber nie warten. Oh, guter Opener erstmal. Oh mein Gott. Was ist denn los? Was bist du denn? Oh, das sind bestimmt. Ja, das ist die Dreischussknarre. Hast du ein Magazin die für die? So. Ah, sie. Da ist noch eins. Wo? Guck doch hinter dich. Ach, da. Hab ich nicht gesehen. Immer ausgeglichen. Was denkst du von mir? Das ist nur das Schlimmste. Du bist gerade richtig leise, ne? Oh. Soll ich ein bisschen mehr schreien? Du bist richtig leise. Warum bist du so leise geworden? Keine Ahnung. Okay. Warte, nein, falsche Musik. Geht schon. Einfach so vorspulen, wie wir hier die ganze Zeit draufstehen. Ja, nee, also nee. Leute, das hier ist eine Rolltreppe. Da steht Canina, Alla, Alska, Canina. Was ist das? Das kann ich nicht lesen. Canina is love, Canina is life. Ich schätze mal. Ja, das ist ein Kaninchen. Ich schätze mal, das ist Futterwerbung oder sowas. Oder, halt wirklich, oder eine wirkliche Tierschutzwerbung, keine Ahnung. Steht da sogar Depression? Steht da? Kann ich nicht lesen. Das ist eine schlechte Auflösung. Oh ja, steht Depression. Hier oben ist okay. Nichts. Das ist ja schon mal gut. Ich glaube, da müssen wir im Endeffekt nicht raus. Nach unten können wir Naughty nicht. Naughty Girls for you. Oh. Wo? Bett. Was? Oh, da unten ist Blut, da hat jemand seine Tage. Ich glaube genau den Witz hat Gronkh schon gebracht. Oh. Stela. Oh Gott. Let's die, Bat. Okay. Let's die. Ah, bitch. Geh weg, ich muss das Bett kalt machen. Ha, oh, ja, geil, ja. Scholes. Was? Ah, hi. Das. Ja, hab ein USP. Hab ein USP-Magazin gekriegt. Ohne eine USP zu haben. Marsch, bist du im Kopfbett. Wo ist eine P? Möglichkeiten haben nicht zu fliegen, vor allem nicht verkehrt rum. Hier müsste irgendwo eine PPSH rum. Eine P345 rumliegen. Also eine USP, weil ich habe keine. Okay. Und ich habe gerade ein Magazin dafür gekriegt. Irgendwo liegt die sicher. Keine Ahnung wo. Da vielleicht. Nein. Ah! Ja, genau! Spawn doch vor mir, du Hurensohn! Ich bin fast tot. Oh, was ist das? Simon! Ja, aber warum? Mitten in die Fresse, Mann! Er ist vor mir gespawnt und nicht vor dir. Folgt er mir? Ja, aber trotzdem noch mitten in unsere Fresse. Ich hab keine Munition mehr für die Dinge. Ich auch nicht mehr. Er hat zum Glück gerade auf dich. Au, auf dich. Hatte Agro auf dich. Er hat noch kein Leben verloren, oder? Er ist tot, oh Gott sei Dank. Er hat noch kein Leben verloren, oder? Er ist tot. Ich konnte nicht sehen, ob er fast Blut tot wäre, oder? Irgendwie schräg in der Luft. Okay. Warum auch nicht? Gut, dass wir keine USP gekriegt haben, obwohl wir Munition für die gekriegt haben. Danke. Ja, danke. Hier ist ein Syringe. Also runter geht schon mal nicht. Kann ich nur dezent gebrauchen? Ja, minimal brauchst du die vielleicht, ja. Ja. Ich hab übrigens meine automatische Pistole hat jetzt keine Munition mehr. Ich auch. Ich hab gar keine Munition mehr. Ich hab noch Pistolen, eineinhalb. Ein und zwei Drittel Magazin. Warte, muss ich gucken. Ne, gar nichts mehr. Ich hab noch mal Messer. Immerhin hast du noch ein Messer. Da bist du. Zwei Messerstiche. Schlampe! Das ist
Ah, ich fix ihn in den Arsch, Junge! Und dann was zum Teufel? Was? Nutte. Hä? Finde ich gut. Finde ich gut. Das Schlimmste ist, ich sehe diese Betten nie und ich habe immer richtig Angst vor denen. Mag die auch nicht. Da war ein Bart. Fliegende Schlafmöglichkeiten sollten nicht fliegen. Die sollten, und wenn, dann sollten sie ein bisschen über den Boden habern und richtig rum, nicht falsch rum. Habern? Sie sollten ein bisschen über den Boden haben. Wo kommt sie denn her? Bin. Danke für fast tot. Nein. Was? Nicht an die Tür ran. Erstmal gucken, ob hier noch irgendwas Sinnvolles liegt. Okay. Da geht's weiter. Gerade ein bisschen aufgeraucht. Nein, hier liegt nichts mehr. Shit. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, okay, wir können weiter. Dumme Bitches, Alter. Ja, ich weiß auch, was jetzt kommt, Alter. Das ist irgendwie ein bisschen lustig, wenn man das Spiel andersrum kennt. Ich schätze mal, es geht jetzt nochmal so ein Drittel der Zeit, die wir jetzt gespielt haben. Also wir haben entweder diese Session oder nächste Session durch. Cool. Hi. Oh Gott, wenn wir nicht total verwirrt sind. Ja, danke. Keine Munition für die Waffe. Keine Munition für die Waffe. Ich habe für die noch 4 Schuss. Ich hab noch 4 Schuss. Danke. Was schneidest du mir gerade ab, meine? Ich fand eine Eier. Im Spiel habe ich keine. Oh. Missfällt mir. Missfällt mir stark. Mir nicht mit 11 HP. Ich mag ja Gänge. Sowieso. Bin ich jetzt eigentlich wenigstens wieder lauter? Ja. Ah, geht doch. Och nee, nicht nochmal. Wo bist du? Geh weg. Weiter vorne. Wir haben keine Munition mehr. Wir können uns nur umbringen lassen. Oh, cool. Ah, bitte. Ich muss wenigstens noch. Au. Ich schneide dich. Ja, ich hab's auch noch versucht, bis ich gestorben bin. Ja, vor allem sie hat sie längere Schneider, Alter. Ja, schon ein bisschen längere. Sie hat ein längeres Messer als du. An Händen und Füßen. Ja. Oh, plötzlich habe ich eine USP. Beziehungsweise eine P345. Ja, eine USP. Mit einem Magazin? Ja, super, danke. Lord Tobi ist übrigens gerade online gekommen. Wer? Lord Tobi. Wer ist das? Um in den Ätzen? Das ist einer aus TTC. Möge sich nun bitte erstechen, danke. Die kann auch 6 Meter weit schlagen, übrigens. Bringt sich wahrscheinlich um, weil sie ihr Kind nie umarmen konnte. Sie wollte es umarmen und dann hat sie es dabei getötet. Ja. Wer weiß. Was ist das? Nichts. Was ist das? Dom und Batsch, okay. Da lag auch gar nichts. Was aufgesammelt. Auf jeden Fall gut, dass du was aufgesammelt hast. Kannst du gegen Simon verwenden, falls du nochmal auftaucht, der Wichser. Wenn wir mit dem fertig sind, dann sagt Simon gar nichts mehr. Ein Schuss noch. Ich hab noch Weiß, was hier kommt. Weg. Wow. Kannst du ihn töten? Ja, ich denke schon. Hatte die Waffe nämlich auf keinem Slot. So, jetzt. 2 Schuss habe ich noch. Schönes Ding. Oh. Wenn man trifft, ist die schön, ja? Mhm. Magst du sie bitte töten? Ja, ich schneide schon. Ich bin zu schnell, um sie einzuschneiden. Ich muss schnell bewegen. Aua. Schneidet mich auf den Weg. Boah, ich habe 3 oder 4 Mal nicht getroffen, Alter. Ich bin leider ein recht schlechter Schütze. Ja, ich bin auch kein guter Schütze. Kleiner Fun Fact: Hier an dieser Stelle hat Gronkh irgendwie 3 Parts gehangen oder so. Oh. Läuft ja. Und alle Leute in den Kommentaren nur: Fick dich, du musst da durch das Fenster, was hier irgendwo offen ist. Ja, hier. Guck mal, hier liegt eine Coca-Cola. Oh mein Gott, und eine USP. Verlatzung. Das ist eine USP. Nimm so. USP. Guck mal, ein Riese. Ach ja, jetzt habe ich die Munition. Ja, nicht drauf schießen. Munition für die Kleinen aufheben, die Kleinen töten. Das Golem können wir verarschen. Was glaubst du eigentlich, auf was ich schieße? Großen. Ach, am Arsch. Am Arsch bist du. Wo du Munition verschwenden willst. Das. Gut, dass der ein bisschen behindert ist.
gut, dass der ein bisschen behindert ist. Ja, sehe ich auch so. Butter, Butter, komm uns doch holen! Da ist ein Auto dazwischen, das du nicht wegstampfen kannst, zum Glück. Könnte er theoretisch wahrscheinlich schon. Aber praktisch macht das nicht, weil es so ist. So, da geht's die Treppe hoch. Yep. Renn schon auf dem Weg. Danke, dass du mir fast den Weg mit ihm versperrst. Wie was? Ich dachte, der läuft irgendwo anders. Oh Gott, nein. Da lass ich mal vorgehen. Danke. Ich habe keine Munition mehr. Oh. Mann, da muss ich ja vorgehen. Warte, habe ich nicht gerade eine USP gefunden? Habe ich die nicht aufgenommen? Habe ich nicht eine außerhalb des... Nein, ich habe keine, okay. Dann equip ich mal kurz die 3. Erschreck mich halt zu Tode. Ich habe jetzt gerade keinen Puls. Oh nee, Treppen, nee. Nein! Ich weiß ungefähr, was hier kommt. Das ist scheiße. Nicht? Ja. Hm? Hörst du es nicht? Nein. Sei froh. Gott. Oh nein. Nope. Ich lebe jetzt hier. Also ich höre Ketten für die Säge. Ja, ich auch. Gibt's da oben? Hier waren wir, ne? Ja genau, und weiter oben? Aha, schön. Wir hatten auch Ketten für die Säge. Ja. Scheiß Mr. Husqvarna. Scheiß Mr. Husqvarna. Ja, ist doch so. Munition für dich. Glock. Schön. Hat mehr Schuss. Überprüfen wir jetzt hier noch alle Türen auch. Können wir weiter nach oben? Nee, oh Gott sei Dank. Na super, dann müssen wir also wieder runter. Das heißt, wir müssen mit der... mit so wenig Munition den Kettensägen-Typen killen. Ja, das wird lustig. Ja, Freddy Finger, danke. Für jetzt fast kein Leben und keine Munition mehr. Ich darf annehmen, er ist in diesem Stockwerk. Ich stehe da unten direkt auf der Treppe, ne? Oh Gott, nein. Soll ich dich respawnen lassen oder dir geben? Links neben mir ist noch einer. Komm. Lass mich respawnen. Okay. Ich weiß aber nicht, wo ich respawne. Ich auch nicht. Boah, mit dem letzten Schuss habe ich ihn getötet. Oh. Ja, dann warte. Ich warte hier mit meinem Messer und ich kaue mich in die Ecke und weine ein bisschen. Ja, okay. Finde ich gut. Ich lebe wieder. Oh Gott, dein Ernst? Was? Ja, rate mal, wo ich wieder gespawnt bin. Golem? Nähe? Vor Golem? Viel weiter weg? U-Bahn? Oh, schön. Juhu. Ich komme mal eben wieder zu dir. Und jetzt kommt Simon nochmal. Ja, genau. Was? Nein. Zum Glück nicht, Alter. Da hätte ich mich erschossen. Mir schon so, wat? Dann hätte ich mich erschossen. Ich hätte mich mit dem Messer abgestochen. Mensch, du weißt doch, eine Kugel lässt man immer übrig in der Waffe. Damit man sich notfalls nochmal erschießen kann. Ja, weiß ich schon. Ich höre die ganze Zeit den Mr. Husqvarna hier. Mr. Von Ecke zu Ecke. Mr. Squana Squana. Die Namen werden immer behindert für ihn. Der Golem steht nur noch an einer Stelle und bewegt sich nicht mehr. Ja, läuft bei ihm. Ah, ich hab läuft bei ihm, Kay. Traurig, aber wahr. Bitte sag, welches die Geräusche du bist. Ich weiß nicht, von welchen Geräuschen du redest. Okay, gut. Bist du. Eier abgeschnitten. So, also, Hör ein Bett. Wie machen wir das jetzt? Er kommt, er kommt! Können wir vergessen. Tot. Wie soll man das bitte schaffen? Keine Ahnung. Also, so wie wir es versucht haben, auf jeden Fall schon mal nicht. Wahrscheinlich soll man einfach vor ihm weglaufen, wir haben eh nur noch 26 Sekunden. Ja. So, gut, dann sehen wir uns gleich wieder bei dem Haus und dann im nächsten Part. Ja. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, tschüss. Bis dann, haut rein, tschüss.